Sommerwunds waren das mit ihrem verdienten Special. Einfach toll, immer wieder bin ich begeistert, wenn ich Sommerwunds höre. Eine Ein-Mann-Band und so ein toller Sound, der da produziert wird. Leider konnte ich, wie euch aufgefallen ist, vorher die Nummer von Analen Nattrag nicht auffinden und am System, und irgendwie soll es nicht sein. Das dritte Mal, dass Analen Nattrag um ihr Airplay umfallen. Aber Sommerwunds, ein paar kurze Sachen noch zum Special von Sommerwunds zu sagen. Und zwar sind Sommerwunds ja bereits ein Begriff für diejenigen, die dem Dark Metal Asylum auch regelmäßig zuhören. Es ist nicht nur Depressive Suicidal Black Metal in einer tollen Form und Weise, die da geboten wird, sondern auch ein sympathischer Frontmann, und das sind meiner Meinung nach die Zutaten, die Sommerwunds einfach zu einer tollen Band machen, weil auch die Musik einfach geradeaus vom Herzen kommt und man die wirklich sehr intensiven Emotionen sehr gut in der Musik nachvollziehen kann und auch sehr gut musikalisch umgesetzt werden. Wenn ihr mehr über Sommerwunds erfahren wollt, Sommerwunds ist, auch wenn es nur eine Person ist, trotzdem sehr aktiv und umtriebig im Internet, und zwar auf Bandcamp, Instagram und YouTube haben sie oder hat er Profile. Und um das ganze Special noch abzuschließen, kommt noch ein Jingle für Sommerwunds. Shall I Die To Be Free gehört.